Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Wir haben Tag 6 im Sommer. Es soll morgen den ganzen Tag wieder sonnig sein. Das heißt, wir müssen wieder gießen. Und die Geister fühlen sich neutral gesinnt. Okay. So, schauen wir mal. Hundi braucht Liebe. Hundi braucht Wasser. Und wir füllen die Kanne mal auf. So, da können wir ernten. So, da können wir auch ernten. Aber auch gießen. Hoppala. Gießen. Und hier können wir natürlich säen, ne? Wir haben ja ordentlich Saatgut geholt. Das müssen wir hier mal in die... Düngen müssen wir vorher. So, Standarddünger. Dass wir zumindest ein bisschen was dafür verwendet haben. So, gleich mal gießen. Hier dann gleich mit. So, hier können wir gleich noch einpflanzen. Das haben wir ein bisschen durcheinander gepflanzt, aber ist ja so generell auch nicht so falsch, oder? Wegen Ungeziefer, dass ich da nicht so schnell ausbreiten kann. Es fehlt tatsächlich für das eine Teil das Wasser. Nun ja. So, hier können wir unser Feld noch richtig hinmachen. So, alles gießen. Muss auch sein. Dass wir hier dann auch schön ernten können. Oh, ich sehe gerade, da ist auch das Baumharz ist auch fertig. Müssen wir schauen, welches das ist. Dum dum dum. So. Zwei. Und die drei. Mehr haben wir gerade nicht. Für mehr hatten wir leider kein Geld. Und jetzt haben wir kein Wasser. So. Passt. Ahornsirup, okay. Ist die Frage, was machen wir mit dem? Verkaufen wir den oder können wir damit irgendwas craften? Das wäre auch noch die Frage. Holz und Kupferbarren brauchen wir da. 40 Holz, okay. Pepperoni, was brauchen wir eigentlich im... Brauchen wir hier Bohne und Pastinake, die haben wir nicht. Bündeltier haben wir auch nicht. Nutzpflanzen Herbst, Nutzpflanzen Sommer. Pepperoni brauchen wir, okay. Tomate, Blaubeere, Melone. Pepperoni hätten wir, die können wir schon mal hinbringen. Das ist Qualität. Da brauchen wir
keinen Ahornsirup, okay. So, was haben wir im Handwerkerraum? Da brauchen wir Ahornsirup. Okay, bringen wir auch hin. Viel mehr haben wir im Moment nicht. Da bringen wir den Rest später hin. Weil wir haben zwei Peperoni und eine würde ich ja gerne in das Gemeindezentrum bringen. Oh. So, wie soll ich an diesem Brief da dran hinten dran kommen? Ich schaffe das, Herr Mulder. Ist auch eine Liebe, die Penny. Ja, bitteschön. Ich hätte es auch selbst geschafft und ich kann mich auch sicherlich alleine bewegen. Für wie zerbrechlich hältst du mich? Hafen Karl, du hast uns beobachtet? Hab ich, das war sehr nett von dir, Penny. Du hättest ihn in Ruhe lassen sollen, jetzt ist er beleidigt. Ich spaziere hier nur etwas rum und bin... Machen wir das. Es war sehr nett von ihr. Danke. Ich wünschte nur, George wäre nicht so aufgebracht. Ich wollte nur helfen. Seufz, es tut mir leid, Fräulein. Ich hätte nicht so wütend werden sollen. Es war eigentlich ziemlich nett, dass du mir geholfen hast. Schon in Ordnung, Herr Mulder. Ich verstehe es. Es muss schwierig sein, alt zu werden. Es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt. Ich denke lieber nicht drüber nach. Es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt. Deswegen sollten wir Respekt vor dem Alter haben. Ich würde lieber jung sterben. Mach mal. Es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt. Du hast recht. Wir sollten die Realität des Alterns nicht ignorieren. Je eher wir uns mit unserer Sterblichkeit abfinden, desto mehr Zeit können wir im Hier und Jetzt verbringen. Nun, es war interessant, mit dir zu reden, Raffenkarl. Ich sollte gehen. So. Es ist Samstag. Geburtstag hat heute keiner. Genau, auch die Maru ist da. Aber das dauert noch ein Weilchen. Wir waren auf dem Weg zum Gemeindezentrum. Bis wo dieser... Oh, Edelwicker. Mitnehmen. Die da auch. Wenn ich da irgendwie hinkomme. So, meine. Grüß Gott, Herr Demetrius. Wenn das Strigola... Tonniveau sich weiter erhöht, würde es dann einen proportionalen Effekt auf das mykorrhiziale Wachstum haben. Oh, tut mir leid. Ich habe gerade über ein paar Daten nachgedacht und dich gar nicht bemerkt. Brauchst du etwas? Nein. Im Gegenteil, ich will abliefern. So. Das war Aquarium. Was kann ich haben aus schwarzem Brett? Irgendwas? Ahornsirup. Straußenfarn, Mohn. Oh. Da brauchen wir 10 Weizen, okay. Apfel. Davon haben wir nichts. Feldforschung, Kaulbarsch, gefrorene Geode, da haben wir auch alles nichts. Roter und Seeigel. Oh, okay. Gut zu wissen, dass wir den hier noch abliefern können. Ja, das war das, genau. Handwerks. Ne, hier ist nichts. Was haben wir denn hier? Heizraum. Achso, das war das. Da haben wir auch nichts.
brauchen wir noch eine gefrorene Träne und Feuerquarz, okay. Es sind schon einige Räume, die man hier abdecken muss. Speisekammer. Sommer war das, ne? Genau, Pepperoni. Können wir eine abliefern. So, mehr haben wir nicht. Rest kommt erst noch. So. Können wir mal schauen, ob wir die Lea treffen. Wer ist da jetzt gerade rein? Hallo Abigail, ich bin letzten Abend zum Strand gegangen nach Sonnenuntergang. Manchmal sieht man merkwürdige Lichter über das Meer springen. Oder vielleicht war das auch nur ein Traum, den ich hatte. Es fühlte sich etwas unwirklich an. Ja, ist immer noch die Frage, wen können wir später mal heiraten, ne? Lea oder Abigail? Hi. Brauchst du etwas? Nein. Oder die Maru. Oder die Penny, die ist auch eine ganz liebe. Oh, was haben wir denn hier Feines? Eine Regenbogenmuschel. Die Frage, ob wir die abgeben sollten. Müssen wir auch nochmal schauen, ob die ins Dingszentrum kommt. Gemeindezentrum. Oder ob wir die verkaufen können. So, mehr gibt's hier nicht, okay. Dann machen wir gerade nochmal einen Blick ins Gemeindezentrum. Speisekammer eh nicht, Handwerksraum was auch nicht, Aquarium könnte es sein. Da nicht. Da auch nicht. Heizraum. Da war das. Und das, okay. Schwarzes Brett. Der war es nicht. Hier auch nicht. Aber hier gab es auch irgendwas in der Richtung, oder? Oder? Seeigel, okay. Den bräuchten wir dort. Speisekammer sowieso nicht. Okay, dann können wir die verkaufen. Das ist gut, dann kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Weil wir brauchen ja Geld für unsere Angel, ne? Wenn Fischen wieder etwas beliebter wird, erweitere ich vielleicht mal meinen Laden. Jo, wenn, ne? Mit dem müssen wir noch reden. Überarbeite dich nicht, oder du endest noch in Harveys Klinik. Keine Sorge. Oh, dir könnten wir noch ein Blümchen schenken, ne? Danke dir. Ich fühle eine positive Energie in diesem Geschenk. Ist die Haley da? Nö. Ist sie nicht? Oh, hallo. Das fließende Wasser hält mein Haus im Winter ein wenig kühler. Ich komme mit Hitze nicht wirklich gut klar. Ja, die ist auch, ich kann ihr, glaube ich, kein Geschenk machen, ne? Noch nicht. Ne, zwei Geschenke haben wir gemacht. Naja, gibt's nächste Woche wieder eins. So. Hier dürfen wir noch nicht ins Zimmer, da müssen wir noch hin wegen der lila Hose, die der Louis ja irgendwo verloren hat. Dieser Schlingel. Schwere Nöter Louis. Können wir das eigentlich? Das können wir doch auch verkaufen, ne? Nehmen wir das mal mit.
Weil verkaufen ist immer gut. Wir brauchen Geld. Für eine neue Angel. Und natürlich auch noch für Hofgebäude und so Späße. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Es ist verschlossen. Und ich möchte auch mal irgendwann den Hof noch mit Tieren ausstatten. Die haben wir ja im Moment noch nicht. Aber dazu braucht man halt richtig viel Geld auch. Allerdings können wir mit einer besseren Angel auch wieder besser angeln und dann auch entsprechend Fisch kriegen. Den wir natürlich auch gewinnbringend verkaufen können, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Deswegen macht es durchaus Sinn, in so eine Angel zu investieren. Die wir dann halt... Hüte, ich will gerade keinen Hut kaufen. Das ist dann Investition für die Zukunft, so eine Angel. So, machen wir mal das ganze Kraut hier weg. So eine Unordnung. Es behindert beim Laufen und vor allen Dingen, wir können es halt wie gesagt auch ein bisschen verkaufen. Viel Geld, aber es gibt ein bisschen Geld. Und das ist ja auch kein Fehler, ne? Jetzt hat es gerade schon wieder geruckelt. Ich weiß nicht warum. Es ist mal ein echtes Rätsel. Ob das jetzt mit dem letzten größeren Windows-Update zu tun hat, das ist natürlich nicht ganz auszuschließen. So, bringen wir unsere Sachen in die Kiste und gehen dann selber auch in die Kiste. So, kann man verkaufen. Verkaufen wir. Den wollte ich nicht, den brauchen wir noch. Ein Artefakt. Oh, gar nicht mitgekriegt. Auster. So. Gemischte Saat können wir gerade noch ausbringen. So viel Zeit muss sein. Und dann würde ich auch sagen, einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir dann Tag 7 erleben. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.